damit einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück beim Gerry und bei den Würzburger Kickers. Wir sind momentan auf einer richtig guten Erfolgswelle und zwar 3 Siege, 3 Spiele, andersrum gesehen natürlich noch viel besser, 3 Spiele, 3 Siege. Wir sind auf dem 3. Platz. Hallo, guten Tag. Mal gucken, wo das hinführt. Im Moment nehmen wir es auf jeden Fall mit. Wir sind zwar schon raus aus dem Pokal, aber irgendwie habt ihr gesagt, oh, ist auch egal. Pokal ist auch egal. Na gut, machen wir so. Wir gucken in eure Kommentare rein und dann geht's schon gegen das Spiel gegen Darmstadt, gegen die Lilien. Die haben wir letztes Jahr auch ein paar Mal um die Ohren gehabt und ich sag mal so, das kriegen wir hin. Gucken wir erstmal bei FM-Zocker, da schreiben nämlich gerade auch immer mal wieder welche, da freue ich mich sehr drüber. Piano, drei Spiele in der Liga erfolgreich, optimaler Start in der zweiten Bundesliga. DFB-Pokal ist ärgerlich, aber egal, volle Konzentration auf die zweite Bundesliga. Meunier ist ein super Transfer und neue Spieler wird er kein Geld mehr für ausgeben. Eventuell Löwen nächste Saison holen. Eduard Löwen, hier haben wir den Kollegen. Könnte man mal überlegen, ob man da schon irgendwie für nächste Saison einen Vertrag, was wollen die denn überhaupt für den haben? Wenn man hier zweites Fenster können wir noch nicht machen. Läuft der aus, der Vertrag, oder warum? Wie kommst du auf die Idee? Weil die wollen relativ viel Kohle. 23 läuft der aus, ja, wir haben 22, ne? Dann läuft der aus, da müssen wir gucken, müssen wir im Blick haben. Einmal hier Aktions im Blickfeld nehmen. Okidoki. Und Movarek, der wurde von einigen sogar gefragt, aber es sind schon einige von den Vereinslosen, die ich angefragt habe. Wie hieß er denn? Jan Movarek, da ist er. Der ist schon wieder unter Vertrag und zwar bei Spal Ferrara ist der untergekommen. Wie einige andere auch, die gucken wir uns aber gleich noch an. Vielen lieben Dank für den Kommentar, Piano. Christiansen zum Beispiel hat nämlich auch noch geschrieben. Großartiger Saisonstart, Glückwunsch dazu und der DFB-Pokal ist eh interessant. Spieler suchen, hier bei dir waren nämlich einige dabei. Der Panic zum Beispiel, der ist auch schon unterwegs. Vanja Panic ist bei Preußen Münster untergekommen. Habe ich auf die Scoutliste draufgepackt. Der ist hier untergekommen, hat schon ein Spiel gemacht, noch nicht genatzt. Insgesamt, ne, sag ich mal so, nicht so viele Spiele getan bisher. So, dann hatten wir Wahid Fagir. Der Kollege ist auch schon untergekommen, beziehungsweise spielt bei Velje BK. Habe ich jetzt auch mal gescoutet. Ist auch nicht mehr so, ne, ist nicht mehr so viel zum Scouten da. Der würde uns aber richtig viel kosten und deshalb ist der natürlich nicht holbar für uns. Das können wir nicht machen. Bald machen wir mal im Blickfeld. So, dann war noch dabei Belarbi. Ich glaube, da hast du einen Schreibfehler geschrieben. Belarbi hieß der, glaube ich. Nicht B. Da, Abdel Belarbi. Scout ich auch mal. Gucken wir uns an, was das wird. Ist aber erst auf Level 2. Mal gucken. Und Movarek habe ich eben schon gesagt. So, Hägele in die Ruhmeshalle. Ich habe den einfach reingepackt. Ne, ich habe ihn hier reingepackt, weil es ist unser erster und vielleicht auch der einzige. Wo ist das denn nochmal? Wo kommt man denn nochmal die Ruhmeshalle nachgucken? Um Gottes Willen, Gerry, was ist denn da los eigentlich bei dir? Erfolge? Ruhmeshalle, da. Das ist unser einziger Typ hier, also neben dem, der von vorher drin war, habe ich mir gedacht, komm, machen wir. Einfach rein damit hier überhaupt mal irgendwer steht, so ungefähr. So, Glückwunsch zu dem Transfer von Mangas, das ist auch ein super Typ. Ne? Linker Verteidiger fand ich auch richtig stark hier, unseren neuen Linksverteidiger. Ganz hervorragend. Scout stark, wirft doch in den jungen Nick Pantefalk, soll ich mal was reinwerfen. Aber ich habe mir überlegt, schaut mal an, Van der Falk. Ach so, shit. Das ist der Jugendspieler, ne? Dann Man City. Ah, ich habe da vielleicht auch einfach falsch geschrieben. Nee. Dann Man City suchen. Manchester. Die Idee ist ganz okay, aber ich sehe den ehrlich gesagt nicht so ganz, weil wir bei dem. Hier ist er, Nick Van der Falk. Der ist rechts außen und links außen. Und rechts Mittelfeld kann er zwar auch, aber Eingespieltheit, ich weiß ja nicht. Bis man den dann wieder hochgezogen hat. Und wir laufen im Moment gut mit dem 4-4-2-System. Und wenn man dem jetzt hier was bieten müsste an Vertrags... Guck mal, da kann man schon knicken, hat gar kein Interesse. So, dann den Rest lassen wir so, wunderbar. Und Vincent Till, den wolltest du noch gucken. Der ist irgendwie gehypt. Wieso ist der gehypt? Das ist mir nicht ganz im Klaren in den Kopf gekommen. Vincent
Till oder so. Der Kollege hier. Wer ist das? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht. Ihr vielleicht. Haltet mich mal am Laufenden, was das für ein Typ ist. So, dann haben auch einige gesagt, die Talentstelle gefallen euch nicht. Ich hatte mal wieder neue reingemacht, weil die ich jetzt letztens drin hatte, die waren so unscharf. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich habe aber jetzt den lieben Jojo nochmal angefragt, ob er mir nochmal seine zukommen lässt. Von daher haben wir da bestimmt demnächst auch noch was am Start. Jetzt noch die YouTube-Kommentare und dann gehen wir auch schon in die Woche. Wir müssen nämlich gucken, wenn wir jetzt die Woche weiterlaufen lassen, vielleicht gehen uns da schon einige Tage noch im letzten Transferfenster flöten. Juli hat geschrieben, bin auf dem Urlaub zurück. Ich hoffe, der war schön, mein lieber Juli. Hab jetzt mal die Folgen nachgeschaut. Wegen Counterspiel wollte ich mal anmerken, dass ich kein großer Freund davon bin und eins nur gegen deutlich stärkere einsetze. Talentsterne sind super, nicht so tolle. Kader sieht sehr gut aus und ein tolles Transferplus, ne? Ja, können wir auch mal gerade reingucken. Transferplus hier, Transfers. Guck mal hier, 16 Millionen haben wir plus gemacht. Das ist schon eine Hausnummer. Einige natürlich auch abgegeben hier von der Stärke hier, ne? Giefer abgegeben, Kuhn, Voltemade und den haben wir zumindest ausgeliehen, Saranic. Das hier, die ersten drei, sind alles über 70, deutlich über 70. Aber bei den 10,5 Millionen konnte man nichts sagen gegen das Geld. Und die anderen beiden, die wollten nicht mehr verlängern und sind schon 31 und 32. Also das war schon so in Ordnung, glaube ich. Auch hier der 1,2 Millionen Transfer von Carlsson war in Ordnung. 2 Millionen haben wir noch bekommen für Timothy Tillmann, der jetzt auch nur noch eine 67 da hat. Doch, zweimal hat er gespielt, okay. Aber ne, das sind so Spieler, was willst du machen? Also für 2 Millionen musst du sie leider loswerden. So sieht's halt aus. Ne? Tut mir leid. Und auf der anderen Seite haben wir relativ gute Transfers hier gemacht. Guck mal, wie viele wir über 70 geholt haben für richtig wenig Geld. Guck mal, hier die 3,9 hier quasi. Oder ja, wer dann immer noch mit, dann haben wir irgendwie ein bisschen mehr als 5 Millionen ausgegeben für 4 Spieler über 70. Das ist schon klasse. Saranic, der kam ablösefrei, ist jetzt erst nochmal ausgeliehen. Tobias Mohr, okay, den haben wir auch noch über 70 dabei. Also das sind schon gute Sachen. Gilda bin ich total von überzeugt. Bauer war auch noch super. Also da haben wir schon was geholt, auf jeden Fall. So, dann Isländer, in der Liga sauber abgeliefert, im Pokal raus, irgendwie nicht gut, aber auch nicht schlecht. Positiv finde ich deine Transfers und dann sind wir verstärkt. Super, haben wir gut gemacht mit dem Geld. Der Timo, der Presser, ist wieder da. Will keinen Jugendspieler erstmal, also wunderbar. Zweite Mannschaft, das könnte richtig hart werden, dich da durchzusetzen. Ne? Ja, gucken wir mal rein. Also gerade im Mittelfeld, ne, da ist hier richtig Bedarf an freien Plätzen. Also Scorer ist noch mit am Start. Müsste man schon fast überlegen, ob er den nicht auch hier als ZM auflaufen lässt, solange. Muss aufgestellt werden. Und dann machen wir jetzt einfach mal ZM-mäßig. Das kann er ja auch noch. Nämlich zum Beispiel statt dem Meisel da. Ne? Ach jetzt, toll. Dann ist es der Bur, der rausgeht. Na, den Meisel brauchen wir irgendwie am wenigsten. So, dann machen wir genau das Gleiche. ZM muss aufgestellt werden. So. Und dann kann der Meisel kann dann eingewechselt werden von mir aus. Ist auch okay. So werden wir es angehen. Yase ist im Moment noch verletzt. Und ansonsten haben wir noch Motika auf der linken Seite. Da ist aber momentan der Bartels am Start und hat ein bisschen den Rang abgelaufen. Dann haben wir noch Chemie Leipzig. Läuft in der Liga. Kader finde ich jetzt auch sehr gelungen, muss ich sagen. Sturm ist natürlich möglich, aber wenn dann noch jemand Jüngeren als den guten Duxch. Und ich habe nochmal reingeguckt gehabt. Und zwar auf dem reinen Transfermarkt hier oben. Ne? Einfach nur mal ST. Da haben wir im Moment die hier offen. Und das sind alles junge Leute. Und ihr habt gesagt, das war mir jetzt neu. Ich kannte das nicht, ich kenne das von Jugendspielern. Wenn man Jugendspieler verpflichtet, dann können die auf jeden Fall die Sprache, die man, ne, die Landessprache. Ihr sagt, das ist bei Spielern, die ablösefrei sind oder die vereinslos sind, so rum, nicht ablösefrei, vereinslosen Spielern auch so. Das heißt, wenn wir den hier holen würden, der kann ukrainisch, russisch, dann kann der auf einmal wie aus Wunderhand auch Deutsch. War mir neu, finde ich interessant. Das macht so Spieler natürlich irgendwie auch nochmal irgendwie wilder für mich auf jeden Fall. So, dann haben wir, also den haben wir schon auf 10 gescoutet hier. 68er Stürmer, 4,5 Talentsterne, also 7, 3,5, Entschuldigung. 7 Talentstärke, Strafraumstürmer, okay. Die anderen haben wir noch nicht gescoutet. Ja, habe ich mal alle auf die Liste getan. Falls davon einer noch irgendwie richtig gut wäre, können wir uns den gerne holen. Dann hatte ich noch was gesucht. Und zwar wollte ich mal wissen, wie viele Supertalente haben wir denn im Moment eigentlich?
Und wir haben sogar drei Stück, die wir selber organisieren könnten. Und zwar haben wir einmal Scott McScorer, den haben wir schon organisiert. Dann haben wir Mikuloli Vinslade oder Vinslade. Der hat schon ein Spiel gemacht bei Braga, deshalb kann man den nicht mehr umbenennen. Ich habe ihm aber ein schönes Bild gegeben. Ja, der ist hier nachtragend. Ne? Ansonsten ist der hier auch ein neuner Talent. ZM 64. Ja, ZM haben wir irgendwie so viele. Und rechts außen, rechtes Mittelfeld, Amad Diallo von Atalanta Bergamo, U23. Das sind so die Top-Talente, die man sich holen könnte. Und sortiert nach Top-Talenten haben wir Messi, der jetzt übrigens vereinslos ist und wahrscheinlich zu PSG wechselt. Ich bin gespannt. Moriba von Barcelona 2, Cristiano Ronaldo, Petrovic und Jamal Musiala von Bayern München. Einfach mal so reingeworfen. So, dann sollten wir noch gucken bei Salzburg. Da habe ich noch vergessen. Salzburg, da war noch irgendwie was, ein jüngerer Stürmer am Start, den wir vielleicht mal gucken sollten. Patsandaka, aber den können wir ja nicht holen. Da sind einige Jüngere am Start hier. Junior Adamu vielleicht. Geht steil, publikumslieb, vereinstreu, ehrgeizig. Der vielleicht, aber die haben nicht so viele Torriecher hier, muss ich sagen. Gerade mal hier die anderen Stürmer angucken. Wo sind die? 65. Ja, die haben nicht so richtig... Ah, hier, komm mal, haben wir mal. 85 und 83. Aber die können wir natürlich nicht holen. Hier, Berisha ist, hat kein Interesse. Nee, nee. Okay, also hier wären noch zwei, aber die sehe ich jetzt auch nicht unbedingt bei uns, ehrlich gesagt. Da können wir auch im Moment erstmal Eggestein behalten. So, Nils Butze, sehr bitter im Pokal. Mit dem Kader bin ich sehr zufrieden. Eggestein reicht als Backup. Ich nicht, das wollten wir noch gucken. Mädel, den habe ich auch vergessen. Wollten wir auch noch mal reinschauen. Gary Mädel, der ist 35. Was wollen wir denn für den noch ausgeben? Nee, nee, nee. Also das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht, dass wir den noch holen. Vor allen Dingen DM haben wir einen richtig tollen Jugendspieler. Oder jungen Spieler, den würde ich gerne einsetzen. Ich bin ja auch Fan von so älteren Spielern kaufen, ne? Und die dann vielleicht vertragsmäßig an den Verein binden hinten dran, ne? Dass die nach der Karriere auch noch was am Verein mitmachen und so ein Kram. Aber ganz ehrlich, nee, nee, das müssen wir jetzt nicht noch machen. Das sehe ich dann auch nicht. So, und dann haben wir noch gehabt Ronny. Wenn du Lemina holst, kann der Deutsch. Vereinslose Spieler können die Sprache auf einmal, wenn man die holt. Das ist ein Bug seit dem FM 07. Ey, mir ist das noch nie aufgefallen. Komplett noch nie aufgefallen. Vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Hier wollten wir mal noch irgendwie Deutsch angeben. Und dann gucken wir mal, ob wir es da noch irgendwas haben. Auch damals über 250. Okay, krass. Okay, krass. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob wir noch irgendeinen geilen Alten holen können. Ne? Hier, Choupo-Moting. Aber ihr, ja, ich weiß. Ich bin da ja so einer, ich kaufe so alte Spieler ja gerne. Und ne, hab die dann gerne im Verein noch als Co-Trainer oder sowas. Aber ich kann es voll nachvollziehen, wenn wir das nicht machen. So. Dann Jonas Buhr, Top-Kader, den wir zusammen haben. Das mit der Leihe meines Spielers halb so wild. Hauptsache, der setzt sich irgendwo durch. Und dann sagte ich nicht auch noch mal, Kader sieht gut aus. Ausscheiden, Pokal ärgerlich, aber auch nicht weiter schlimm. Also ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass wir noch irgendwas verbessern müssen. Wir haben hier Jill, den wir noch auf linkes Mittelfeld hochballern. Der ist rechtes, warum ist der denn? Rechtes Mittelfeld, Grundstärke 72. Wahrscheinlich wegen, aber der hat links Fuß. Also warum hat er denn die Grundstärke so viel? Ach, da oben, die Fähigkeit muss man gucken. Okay, 64, okay, alles klar, jetzt habe ich verstanden. Okay, 74 hat er natürlich auf beiden Seiten, jetzt macht Sinn. Okay, den müssen wir also einspielen, dann hat er nochmal plus 4 auf jeden Fall. Dann hat er auch eine 72 da, ja. Müssen wir einspielen lassen, den Kollegen. Und ich guck mal gerade, wen nehmen wir noch mit hier? Guthöll nehmen wir noch mit. Borkovic gerade so ein bisschen auf dem Abstellgleis, aber so ist das schon mal. Ne? Man muss sich jetzt hier ranhalten, gerade in der Innenverteidigung. Da haben wir einfach super gutes Material. Ein super gutes Material. Jugendspieler entdeckt, Christoph Knochner. 2,5 Sterne. Ah, nee, der sehe ich jetzt auch nicht. Legionär, schwache Nerven, 2,5 Sterne. Nee. Ab 3 nehmen wir alles, ne? Scouting abgeschlossen. Bonnmann wechselt zu Havelse. Oh ja, oben zum Ronny. Und Jonas Buhr. Boah, auf Stufe 3 den schwachen Fuß verbessert. Super. Super schön, super schön. Gut.
Ja, ich hoffe, es geht jetzt gleich weiter gegen Darmstadt. Darmstadt im DFB-Pokal, im realen DFB-Pokal, rausgeflogen gegen 1860 München. Ich hab mich gefreut, auch wenn es der Scheich-Club ist. Insgesamt Bremen raus gegen Osnabrück, das war auch eine Überraschung. Dortmund sicher weiter. Und am Montag, ich hoffe, diese Folge kommt am Montag noch raus, am Montagabend im Free-TV, Kaiserslautern gegen Mönchengladbach. Finde ich ein tolles Spiel. Wenn ich Zeit finde, werde ich das auf jeden Fall mir anschauen. Kann ich nur empfehlen. Sollte man gucken. Endlich mal kein Bayern-Spiel in der ersten Runde. Und ich finde eine sehr, sehr interessante Paarung auf jeden Fall. So, Darmstadt lädt ein ins Around-Town-Stadion. Würzburg kommt und wir sind ja 6 Punkte stärker. Also rein stärketechnisch sind wir gar nicht so weit entfernt. Aber unsere Saison läuft einfach super. Ne? Ist auch direkt das Topspiel hier Darmstadt gegen die Kickers. Lukas Böder fehlt verletzungsbedingt. Das macht uns jetzt nicht so viel. Dann haben wir noch Karlsruhe gegen Bochum und Nürnberg gegen Paderborn. Ah, toll. Eben gut Hörl auf die Bank gesetzt, zack, alle sind erstmal verletzt. Aber dann nehmen wir vielleicht doch den Torwart mit, weil einen IV haben wir schon auf der Liste hier. Mit Lars Dietz. Okay. Mal gerade gucken. Haben wir noch irgendwen, den wir unbedingt. Nö, haben wir nicht, ne? Nö, haben wir nicht. Nö, haben wir nicht. Nö. Meunier diesmal auf der rechten Außenbahn, da gehen wir mal rein. Anweisungen, was haben wir da? Flanken, ne, rechtes Mittelfeld, hier Flankenhäufigkeit und Vorstöße haben wir da überall gemacht. Bei den Rechts- und Linksverteidigern lasse ich das erstmal weg. Das lasse ich erstmal weg. Das soll erstmal so bleiben, wie es ist. Die beiden würde ich mal tauschen, weil das war, glaube ich, auch hier bei, ne, dann ist hier Sturmtank wieder, okay. Konterspiel. Ich ändere jetzt erstmal sonst nichts. Es läuft ja gut. Ne? Ihr habt gesagt, ja, mit dem Konterspiel und so kann man mal. Aber es läuft ja. Ich werde da nichts ändern. Reserve hat gewonnen gegen die Stuttgarter Kickers. Und zwar gegen die erste von der Stuttgarter Kickers. Sehr schön. 2-1 Finn Bartels und San Yang, die Außenstürmer jeweils. Und beide Vorlagen von JT. Aber wenn er jedes Spiel 2 Vorlagen macht, bin ich auch zufrieden. Auch gar kein Problem. So, Klausel für Auslaufprämie, bin Bartels 12.000, dann haben wir DD, André Schürle und Spörl haben sich verbessert beim Lehrgang. Jugendspieler Robin Willi, ja, okay, Scouting abgeschlossen. San Yang, Trainingsziel erreicht, alles klar. Gut, wir gehen rein gegen Darmstadt. Hau die jetzt mal weg hier. So, ich bin mir total sicher, dass wir hier vom Platz gehen als Sieger. Das sehe ich auf jeden Fall so. Und wir sind in der ersten Minute direkt mit Jill unterwegs. Der vernascht erstmal, da war doch richtig toll. Jetzt schaffen wir die Mitte, da ist Puyapalo. Und der macht das Ding 1-0 in der zweiten Minute. Ja, hallo. Nein, es war Abseits. Shit. Aber so muss es gehen hier. So muss es gehen. Direkt mal nass gemacht, die Kollegen. Ne? Meunier muss jetzt hier einen Fehler von Haberer ausbügeln und holt sich da durch ein taktisches Foul eine gelbe Karte ein. Das ist in der 10. Minute natürlich auch schon so eine relative Bürde, die man da mitnimmt. Ne? Bauer kann Durso nur mit dem taktischen Foul stoppen, gibt die nächste gelbe Karte und eine gefährliche Freistoßentfernung. Oha, die kommt jetzt von Son Hung Paik ein. Der legt sich den Ball zurecht, täuscht einen Schuss an. Dann legt er den Ball aber auch Serdar Dursun ab und der Stürmer steht zum Glück im Abseits. Ja, der wäre da durch gewesen, aber gut, wenn man 5 Meter Vorsprung hat wegen Abseits, dann ist man auch schon mal durch, ne? Clement schießt aus 22 Meter, der Ball wird zweimal abgefälscht. Jetzt Bauer noch mit dem Hintern dran. Der legt irgendwie den Ball dann zu Schindler hin und der macht das Ding aus 12 Metern. Nein, Ping-Pong im Darmstädter Stadion und Kingsley Schindler ist dann derjenige, der hier davon profitieren kann. Shit, ey. Darmstadt jetzt hier aber auch mit Druck. Die erste Ecke im Spiel, Clement, bringt sie rein, dann landet sie bei Viktor Pálsson, der defensive Mittelfeldmann, schießt gegen den Pfosten und dann ins Tor aus. Nicht ins Tor rein, sondern ins Tor aus. Glück gehabt. Meine Güte. 20 Minuten gespielt, ja, wir haben am Anfang richtig reingeklotzt und dann auf einmal irgendwie den Faden verloren. Jetzt schon wieder nur Darmstadt mit einem Schussversuch von Schindler. 15 Meter mäßig schießt er mal drauf, aber Dirk Schröder kann den hinkriegen. Ungenauer Rückpass von Holland auf Karl Klaus und es gibt Eckball für Würzburg. Ja, wenn wir uns die selber nicht herausspielen können, dann vielleicht mal über einen geschenkten Eckball. Wir gucken mal. Dusenak bringt die Ecke weit nach innen. In der Mitte ist Puyapalo komplett frei. Er muss da reinmachen. Er schießt und der Ball fliegt. Aber genau auf Klaus. Genau auf Karl Klaus. Oh, der war doch so frei, der Puyapalo. Meine Güte, aber jetzt kommen wir nochmal bei dem Konterpass Poyampalo auf Meunier, der von der Grundlinie jetzt zurückliegt. Dann ist der Poyampalo, zieht ab. Oh, aber wohin schießt er denn? Ei, 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 ei. Schöner Doppelpass da mit den beiden. Aber da muss man
besser spielen. Egal, die versuchen es nochmal. Meunier von der rechten Seite auf Bojan Palo. Ah, abseits. Ja, jetzt kommen wir doch. Jetzt kommen wir doch. Weiter so. Oh, harte Grätsche von Mangas gegen Schindler. Uiuiui, da haben wir Glück, dass das nur eine gelbe Karte gibt. Ha. Also kartenmäßig führen wir hier 3-0. Und jetzt kommen wir auch endlich mit den Chancen. Ricardo Mangas vorne mit einer Flanke. Nein, die wird abgeblockt, aber es gibt zumindest Ecke. Thomas Dovnak von der rechten Seite spielt die aber zu kurz. Dann ist da Matthias Bader, der Rechtsverteidiger der Linien. Und es gibt die nächste Ecke, die dritte jetzt für uns. Die könnte mal reingehen jetzt. Einfach reinmachen. Komm auf. Ecke von Dovnak. Leon Balogun klärt erstmal, der Innenverteidiger. Dann köpft Bader den Ball raus. Und aus dem Strafraum, der landet dann bei Brian Gill, unser linker Mittelfeldspieler, der ganz Junge, der hat jetzt einfach mal den Mumm, schießt drauf und er schießt Pojan Palo an und der Ball wird abgefälscht in die Ecke und er geht, ja, er geht rein, Pojan Palo mit der Hacke, sehr schön, eher ungewollt, aber drin ist drin, ne? Pojan Palo schon das vierte Spiel in Folge getroffen, ja, super, ne? Kann man auch nichts sagen. Er macht das gut hier heute. Und in dieser Saison. Ja, klasse. Linksverteidiger. Ich würde da erstmal, ehrlich gesagt, doch mal auswechseln hier. Ganzmann reinbringen. Eine Note 4 und eine gelbe Karte ist mir da zu riskant, ehrlich gesagt. So, spielt ruhig und geduldig weiter. Das kriegen wir noch hin. Das machen wir. Das kriegen wir noch hin. Das sieht auch gut aus. 1-1. Oh, 1-1, 2-2 ist eh das Gleiche, okay? Nur mit mehr Toren. Kriegen wir auch irgendwie noch umgedreht. Da bin ich mir sicher. Das läuft ganz gut. Es läuft ganz gut. Man muss ja auch bedenken, wir sind relativ gleich stark. Ne? Und wir sind auswärts. Also hier, Feuer frei. Nur ein Wechsel zur Halbzeit. Und das ist der Linksverteidiger wegen der Gelbbelastung und des nicht so grandiosen Spiels bisher. Wir gucken mal, wie die zweite Hälfte läuft. Und die fängt direkt mal mit einer Ecke an von Dovnak. Und die wird erstmal geklärt von Viktor Pálsson. Etwas zu kurz. Und dann steht da Pojan Palo aus 16 Metern. Schießt der Finne einfach mal drauf und macht das Ding rein. Er macht's einfach rein. Meine Güte. Doppelpack Pojan Palo. Der hat jetzt hier auf einmal im Moment hier die Torriecherschuhe angezogen. Meine Güte. Jetzt aufpassen. Ne? Weiter so erstmal. Aber Darmstadt mit der Flanke von Schindler auf den Kopf von Dursun. Aber der köpft deutlich dran vorbei. Das ist gut für uns. Ah, super. Super läuft das hier. Den können wir jetzt hier mal ein- und auswechseln noch. Mal gucken. Linke Seite. Ja, ich würde gerne eigentlich... Ja doch, wir bringen Tobias Mohr auf die linke Seite. Und in der Innenverteidigung... Ich habe das Gefühl, der Bauer holt sich sonst noch eine gelb-rote Karte, ehrlich gesagt. So, die letzten beiden Wechsel halten wir uns noch offen. Aber die müssen, glaube ich, mal sein, die zwei da. Nicht, dass wir uns hier eine gelb-rote holen. Meine Güte, 2-1, das wäre der vierte Sieg im vierten Spiel. Aber wir sind noch nicht durch. Ne? Cedric Brunner auf der rechten Seite bringt den Ball jetzt auf Pojan Palo. Ah, der Ball kommt auch nicht an. Ach, schade. Nicht so gut gemacht von Brunner. Er hatte da eigentlich viel mehr Zeit, den ordentlich zu spielen. Leider nicht gemacht. So passiert es. Ne? Egal. Unsere beiden Wechsel kommen rein. Und Darmstadt würde hier ziemlich abkacken jetzt gerade in der Tabelle. Auf Platz 8 runter segeln. Wir sind 2 momentan, ne? Aber es ist noch nicht vorbei. Klement mit der nächsten Ecke für Darmstadt. Der landet dann bei Schnellhardt. Der lässt sich erstmal abdrängen. Schießt richtig wuchtig, aber genau auf Dirk Schröder, der da steht und den einfach hält. Wunderbar. Der Darmstadt wechselt nochmal aus. Linksverteidiger Stanilewski kommt rein für Fabian Holland. Und wir kommen nochmal mit Veldant, den haben wir gar noch nicht gesehen. Der kurft jetzt von links in die Strafraumecke rein, legt den Ball auf Dovnak, der aus 17 Metern schießt. Und Klaus kriegt den Ball noch. Nein, er kriegt den nicht und er ist drin. Sehr schön, 3-1, unser junger Defensivmann mit dem Tor. Das ist super, dann können wir hier jetzt mal wechseln. Und dann wird er auch direkt ausgewechselt mit der 2,5. Und dafür kommt Stefanovic rein und Eggestein vorne hin. Und dann haben wir die guten Noten noch ausgewechselt. Ach, klasse. 3-1. Meine Güte. Was ist das denn für eine Saison bisher hier? Herzlich willkommen. Liebe Tore und liebe Punkte. Wir nehmen sie alle mit. Super. 3-1. Und es sah vor allen Dingen die, ja, 2 Drittel der ersten Hälfte. Also, was sind wir denn bei 2 Drittel von
rechne mir mal eine aus, 2/3 von der Hälfte, ist auf jeden Fall fast die Hälfte des Spiels gar nicht so geil gewesen. Ne? Kurz vor Toreschluss haben wir da das 1:1 noch gemacht und dann ging es rund, ehrlich gesagt. Balogun geht bei einer Flanke von Mohr auf Nummer sicher, klärt jetzt zur Ecke und das ist ja immerhin auch schon die 5. in diesem Spiel für uns. Stevanovic, unser neu eingewechselter Jungmann im Mittelfeld, kriegt den rein, Veldant mit einem Kopfball, am rechten Kopf, am rechten Pfosten vorbeigeschleust noch das Bällchen. Meine Herren. So, ich bin da ja immer, ne, ich mache immer vollen Angriff, ihr kennt mich ja, ich bin da ja so radikal, ne, wenn's gut läuft, dann kommen wir mal vollen Angriff die letzten 10 Minuten. Blau-Weiß muss auswechseln. Nein, muss nicht auswechseln. Ich dachte, da hätte sich jemand verletzt. Nein, die wechseln generell aus. Leistungsbedingt Berko für Rogerio. Und wir sehen weiten Ball von Haberer. Klaus kommt aber gut mit. Rausgerannt und ist vor Veldant am Ball. Der schießt im Moment nicht ganz so die Tore, der Hendrik. Aber hey, das ist mir eigentlich relativ wurscht, muss ich sagen. Hauptsache, wir stehen da oben mit 4 Siegen nach 4 Spielen. Das ist schon echt ein tolles Ding. So, super. Einfach nochmal super sagen hier. Tesker kommt rein für Balogun in die Innenverteidigung. Die haben jetzt auch alle ihre Wechsel gemacht. Oh, was ist hier mit Clement aus 30 Metern? Schießt einfach mal drauf. Schröder springt. Oha. Und gerade noch mit dem Mittelfinger über die Latte drüber. Ja. Abgefälscht, ne? Meine Güte. 3 Minuten gibt's oben drauf. Es gibt keine Ecke dafür, okay? Wunderbar. Nehmen wir natürlich. Ne? Oh. Jetzt aber ein Angriff von Darmstadt, Schindler mit einer Flanke. Schröder, was macht er? Unterläuft den Ball. Ui, und dann steht da Lars Dietz. Heieiei, hat sich aber gut verschätzt, da der liebe Dirk Schröder im Tor. Aber es gibt nochmal eine Ecke, die 3. in diesem Spiel. Clement bringt die irgendwie auf Platte. Der kriegt den Kopfball hin. Schröder ist wieder da und hält den Ball zwar nicht fest, aber er bringt ihn wieder über die Latte zur nächsten Ecke. Ist okay so. Clement jetzt nochmal auf Platte. Und der Kopfball ist diesmal nicht so gut. Und deshalb geht er auch knapp übers Tor drüber. Ja, und dann gibt's nochmal Aufregung. Neustädter wird zu einem riskanten Rückpass auf Klaus gezwungen. Der kann ihn immer super kontrollieren und deshalb gar nichts, gar keine Gefahr, überhaupt nicht. Aber jetzt ist Abpfiff 3:1. Meine Güte, wo soll das hier hinführen, wenn das so weitergeht, ey? Puh. Tobias Mohr und Stevanovic mit einer 1 hier, ne? Das waren richtig tolle Einwechslungen. Klasse. Man hat sie zwar nicht gesehen, aber sie waren offensichtlich da. Tor von Duvenak, 2 Buden von Poyampalo. Veldant wollte ich gerade mal gucken. 1 Tor in 4 Spielen, ja, ist okay, gell? Aber Poyampalo, der hat hier im Moment 5 Tore in 4 Spielen. Ja, wenn das so weitergeht, dann bin ich froh, dass wir nicht verkauft haben, ehrlich gesagt. Meine Güte, guckt euch die Tabelle an. Platz 2 ruft, ey, es gibt's ja gar nicht. Ingolstadt unentschieden gegen Dresden. Karlsruhe verliert gegen Bochum. Nürnberg verliert gegen Paderborn. Magdeburg unentschieden gegen Aue. 1860 mit dem ersten Saisonsieg gegen Chemnitz. Dann haben wir Braunschweig verliert gegen Heidenheim. Pauli unentschieden gegen Hannover 96. Das war wichtig für uns, ne? Deshalb sind wir jetzt überhaupt erst Zweiter, weil die Hannoveraner jetzt die ersten Punkte haben liegen lassen. Ausgerechnet gegen Pauli, die wiederum ihren ersten Punkt geholt haben. Ich bin gespannt, ob sie daraus Kraft schöpfen können. Und dann haben wir noch Augsburg mit einer Niederlage gegen Bielefeld. Jo, Schalke übrigens ja auch wieder aufgestiegen, gell? Schalke im Moment aufgestiegen und nach einem Spieltag hier auf Platz Nummer 5. Genau wie Bayern und einige andere auch. Ja, okidoki. Das fand ich übrigens auch nett. Unter einem älteres Video hat jemand gefragt, wo ich denn den aktuellen Datensatz her hätte. Er wollte auch unbedingt mit Schalke in der 2. Liga kicken. Ja, die sind halt leider abgestiegen bei uns. Und das ist der normale FM-Zocker-Datensatz. Also einfach den runterladen und dann ein Jahr warten, dann ist Schalke in der 2. Liga. So, 2 Leute von uns in der 11. des Tages. Das ist Stevanovic und Mohr. Das ist gut. Und hier, ja, eine ganze Riege von Münchnern auf jeden Fall am Start. Beste Spieler, ja, Poyampalo auf Platz 2. Können wir total gut mit leben. Freut mich. Und notentechnisch 1 ist Tobias Mohr. Okay. Auch das nehme ich so mit, ne? Armando Izzo wechselt von Torino nach Atalanta. Und die wiederum verkaufen Luis Muriel von, oder Richtung Sevilla. Okay. Chad Alenia, Cleverley, Guardado. Einige Ältere ohne Verein, jetzt wieder mit Verein. Ist auch okay. Marc Bartra von Betis Sevilla, Real Betis, so rum, zu Porto. Der ist auch schon 31 bei uns. Gefühlt gestern noch bei Dortmund gespielt
und als junger Innenverteidiger ja, einfach nach Dortmund gekommen. Nicht durchgesetzt, aber ganz netter Typ, soweit ich das mitbekommen habe. Von daher freuen wir uns, dass es ihm gut geht. Und uns geht's auch gut. Ha, da freuen wir uns noch mehr, ne? Und jetzt kommt auch noch der Ex-Verein. 1860 München. Da gucken wir uns das Spiel noch an und dann ist die Folge schon wieder vorbei. Ich bin im Moment ganz glücklich, dass ich durch meine Frau hier schön, wir müssen mal gucken hier, wir gehen mal in die Verhandlung rein, dass ich trotz der Arbeiten, die ich mache und also am Haus arbeite und allen möglichen, meine Frau doch trotzdem noch sagt hier ab und zu, weißt du was, nimm mal eine Folge auf. Ciro Henrique ist aus der A-Jugend. So Leute können wir leider nicht holen, weil die dürfen nicht international wechseln, solange die noch in der Jugend sind. Aber ich wollte ihn mal gescoutet haben. Gar nicht so verkehrt hier, ne? 67, 8er Talent. Könnte man vielleicht auch mal im Blickfeld behalten, wo der so hingeht. Sponsorenangebot, gucken wir gleich rein. Mannschaft der Woche, Statusbericht, Verletzung, okidoki. Sponsoring, 10.600. Oh, das ist aber gar nicht so verkehrt. Zweitteuerster Deal hier. Dann können wir vielleicht sogar mal gucken. Guck mal. Nochmal einmal Laufzeit versenken. Ja, nee, dann nehmen wir es mit. Für 12.000 machen wir das. Wir reden noch mit den Leuten. Maximilian Bauer. Und dann muss ich vor allen Dingen gucken, dass ich den neuen Zugängen mal auch Trikots von uns auf die Haut tätowiere, ne? So, Lars Diet, können wir mal sagen, wichtig, du kannst hier einfach gehen. Ich finde es ja toll, dass sie mich gerne in der Mannschaft haben wollen. Auf der anderen Seite ist das eine einmalige Chance, ich würde mich später ärgern. Und ich muss darüber mal nachdenken. Ja, wenn er gehen möchte, dann geht er halt. Ist dann auch so. Wir haben ja noch Borkovic. Aber dann wäre es wirklich schon auch sehr, sehr, sehr knapp gemessen alles wieder, ne? Hier, das ist auch ein ganz toller Typ hier momentan. Stevanovic richtig gut am Start. Gut eingeschlagen bisher, muss ich sagen. Ganz gut eingeschlagen. So, Jill. Du hast Talent. Du kannst die Sprache, kümmere dich immer um Mangas. Genau, das machen wir. Schlotterbeck hat auch gut trainiert, kann man dann mal sagen. Komm, auch du musst mal hier Verantwortung übernehmen. Auch leider nicht, ne? So, gegen 68 hätte ich dich mal gerne in Topform. Oh, jetzt habe ich wieder was verstellt. Moment. So, mit wem habe ich denn noch nicht geredet? Ach, gehen wir einfach in die zweite Mannschaft mal rein. Weil wir hier noch was offen haben, ne? So, und zwar vor allem mit den Community-Playern. So, war zwar kein Community-Player, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, IT ist ja fast sowas wie ein Community-Player, ne? Der ist ja fast schon von euch adoptiert. So, wer war denn jetzt hier falsch? Gar keiner mehr, okay. Gut. Dann geht's weiter. Ich sehe eigentlich keinen Bedarf. Jetzt 800.000 für Dietz, weiß ich nicht. Haben wir noch ein IV oder so, den man dafür holen könnte. Gerne auch einen etwas älteren. Ein 70er. 72 hier, Chanot. Moritz Würdinger, wer bist denn du? Da ist man mal verleitet, hier hinzugucken, ne? Ich wurde jetzt mal verleitet. Und ihr seht hier, ne, die Cheaterei. 62 brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hier steht 70, ne, dann scoutet man den, dann sieht man, hat er eine 62, brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Aber wer ist das denn hier? Der ist aber auch teuer, ne? Nianzu, der ist auch teuer. Ja, okay. Okay. Ja, die sind alle teuer hier, ne? Nee, ich sehe uns die Deals nicht verkaufen. Wir machen jetzt hier keine Deals mehr. Wobei, ne? Ihr kennt mich ja. Forderung stellen, doppelter Marktwert, dann kann er gehen. Ihr kennt mich, ne? Hauptsponsor gibt Siegprämienaussicht. Aha, sehr gut. Sehr gut. Bur ist stärker. Oh, er hat auch die Schnauze voll, der Lars Dietz angeblich. Jonas Buhr und Yase sind stärker. Gut, Yase gerade fit geworden und direkt stärker geworden. Okay. Uerdingen hat Bock auf uns. 0-4 verliert Hamburg. Von mir aus. Und wir sind dran.
gegen unseren Ex-Verein. Die sind 14er von der Stärke her und insgesamt 15er. Also die sind gerade im Soll. Wir sind über dem Soll und deshalb wollen wir das auch so weiter beibehalten. Zusätzlich ist das hier einer unserer Lieblingsgegner. Das heißt, die Statistik spricht hier wahrscheinlich für uns. Wir gucken mal. Würzburg 8 Spiele gemacht, 5 davon gewonnen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall hinkriegen. Heidenheim gegen Hannover ist das Topspiel. 4. gegen 3. Dann haben wir Paderborn gegen Karlsruhe und Arminia Bielefeld gegen die Schanzer aus Ingolstadt. Ja, okay. Also Dietz ist sich noch nicht einig. Kaufangebot für Guthörn. Nee, die können wir nicht noch verkaufen. Reserve. 13-0 verloren. Uiuiui. Uiuiui. Butzkauskas mit einer 5. Frankovic 5. Oh, einige richtig schlecht gewesen. Aber ist auch eine neue Liga. Ne? Muss man ja auch bedenken. Scouting abgeschlossen von den Kollegen. Okay. 5.000 Euro gibt es, wenn wir gewinnen gegen 1860. Scouting abgeschlossen von Genk. Da sind wir ja immer noch am Gucken, wegen der Jugendmannschaft. Da haben wir jetzt schon einige durchgescoutet. Aber so richtig großartige Talente sehe ich jetzt hier auch nicht. Also dafür, dass die irgendwie, hier noch am ehesten, ne? Jari Stevens. Aber dafür nicht schnell zufrieden. Dafür, dass die so eine unfassbar hohe Punktzahl bei Dings hatten, bei den Werten für die Jugend, sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. So, wir werden Jill auch noch reinbringen, aber jetzt müssen wir erstmal Mohr mit einer 17er Form mitbringen. Ne? Das ist auf jeden Fall Pflichtprogramm. Also hier Stevanovic und Mohr kommen jetzt von Start mit 16 und 17er Form. Die kann man nicht auf der Ersatzbank sitzen lassen, das geht gar nicht. Wir gehen rein in das Spiel gegen den München und die können nichts. Also wir müssen hier gewinnen, ganz einfach. Wir gehen drauf, wir gucken uns die Tabelle an und die sieht wunderschön aus. Wunderschön. Die ersten 5 Minuten passiert hier nicht so viel, aber die Fans sind aus dem Häuschen und feiern die Übernahme der Tabellenführung. Sehe ich jetzt zwar nicht, aber wenn die feiern, ist ja alles gut. Die können ja gerne feiern. Jetzt kurz, da war es minimal, ganz kurz waren wir da. Okay, die erste Chance im Spiel ist erstmal für 68 mit Steinhardt. Philipp Steinhardt von der linken Seite flankt. Bauer lenkt den Ball in die Mitte. Da ist Kai Bösing, der spielt den dann wieder raus zu Steinhardt. Und der landet dann mit dem Ball, hätte ich bald gesagt, in Dirk Schröders Arme. Das ist alles jetzt nicht so wild gewesen. Egal, wir gucken mal. Weiter einmal von der linken Seite Mangas. Aber Stefan Seiger, der Innenverteidiger, steht da im 16er, köpft den wieder raus. Ja, war fast schon eine Flanke. Oh, das gibt einen Gegenangriff. Gute Aktion von Frioni. Der kriegt den Ball da jetzt mit, geht in den Strafraum ein, setzt sich durch aus 11 Metern, schießt er und dann ist Schröder da. Und er wirft den Ball nach vorne. Stefanovic schickt dann wiederum den Ball zu Poyampalo. Militz, der rechnet mit einem Abspiel in die Mitte. Da ist nämlich Verdant mitgelaufen. Aber Poyampalo, ja, schießt einfach rein. Ja, kann man auch machen, ne? Alle denken, Abspiel und er schießt einfach rein. 6. Tor in diesem Saison. In dieser Saison. Meine Güte, das ist ja unfassbar, der Typ im Moment. Krass, sehr schön. Ecke von Duvnak, Poyampalo und Seiger im Kopfballduell. Aber Stefan Seiger, der Innenverteidiger der Löwen, köpft den Ball wieder raus. 25 Minuten gespielt. Wir führen hier 1-0 und das ist wunderschön. Wir sind Erster, liebe Leute. Zumindest momentan. Konterchance für Würzburg jetzt. Tobias Mohr alleine vor Militz und der hat noch eine gute Form. Der musste jetzt reinmachen. Tobias Mohr schießt und der Ball geht nicht rein. Militz hält den Ball. Oh, Sebastian Militz mit einer Glanzparade. Sehr gut gehalten. Aber doof natürlich für uns, ne? Das wäre schön gewesen, da noch ein 2-0 jetzt zu haben. Ja, egal. Nicht viele Chancen, aber die haben wir reingemacht, so ungefähr, ne? Tobias Mohr mit der guten Form tankt sich auf der linken Seite durch, sucht jetzt den Abschluss, er schießt aber schon wieder, ist Militz da. Vielleicht hätte man da mal ab. Ui, oh, ui, da war noch der Abpraller, aber wer dann verpasst ihn? Da hätte man vielleicht mal abspielen müssen. Die Stürmer der Kickers kreuzen jetzt hier ihre Laufwege. Stefanovic spielt jetzt genau in diese Schnittstelle und da ist Verdant und der macht das Ding. Ja, da ist doch auch der zweite Stürmer, der ein Tor schießt. Wunderbar. Meine Güte. Was läuft denn hier eigentlich in dieser Saison? Alles läuft hier in dieser Saison. Klasse. Beide Stürmer in der ersten Halbzeit getroffen. Super, können wir da mal sagen. Genau so muss das gehen. Und wir sind Erster. Guckt es euch einfach an, ey. Klares Handspiel von Salger. Oh, das war, da pfeift der Schiedsrichter noch. Da gibt es Elfmeter. Komm, mach den auch noch rein jetzt. Handspiel von Salger im Elfmeter. Und Poyampalo läuft an, schießt Tor. Da, 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 da. 7. Tor im 5. Spiel.
ganz, ganz klasse. Wunderbar. Kann man nichts anderes sagen. Es ist einfach wunderschön. Halbzeitansprache, sehr gut, weiter so. Die ganzen Einser hier mal alle hier betiteln und betüdeln. Ach, ist das super. Meine Güte. 3:0 zur Halbzeit, ey. Ein wunderschönes Ergebnis. Da kann man natürlich traurig sein für 1860, aber nee. Nee. Preisinger kommt jetzt rein für Dressel. Ja, der ehemalige Würzburger hat sogar noch das Trikot an, ne? Gucken wir mal, Gegner. Wir haben ja noch jemanden hingeholt, aber der ist auch nicht dabei, ne? Kraulitsch haben wir da noch hinverkauft. Was auch immer der macht. Gelbe Karte Preisinger direkt mal hier. Aufstellung. Wir werden jetzt hier schön auswechseln. Wir haben ja ganz tolle Noten. Haberer, Jill kommt hier auf die linke Seite für Mohr rein. Kommt auch Lars Dietz nochmal rein. Und ja, wir können eigentlich auch mal Meunier ein kleines Päuschen geben, oder? Der wird noch gut und gerne gebraucht da. Aber wir haben keinen, der da so richtig spielen kann, außer Jill jetzt. Nee, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann kommt dafür Ganzmann hier mal als Rechtsverteidiger noch rein. Dass wir die Frische von unserem Kollegen da halt noch ein bisschen behalten. Also das ist super. 3:0. Klasse. Kannst du nichts anderes sagen. Vielleicht kriegen wir noch das ein oder andere Törchen gemacht. Nils Petersen, den hatten wir auch mal auf dem Zettel. Spielt jetzt bei 1860 München. Zum Glück hier ziemlich untergetaucht und überhaupt nicht zu sehen gewesen. Bester Mann noch Stefan Salger und der hat ja einen Elfmeter verursacht. Ne? Das muss er auch erstmal schaffen. Als Innenverteidiger beim 0:3 mit einem verursachten Elfmeter noch der beste Spieler zu sein, da weißt du, wie schlecht die anderen so kicken. Ne? So, Steinhardt mit einer scharfen Flanke in den Strafraum. In der Mitte steht dann Petersen, aber auch die zudem rutscht das Ding ins eigene Netz. Jetzt rutscht mir so ein bisschen nicht das Ding ins eigene Netz, sondern ein bisschen das Herz in die Hose. Hoffentlich war das hier nicht so eine richtig dumme Idee mit den 5 Wechseln auf einmal. Aber wir sehen es. Haberer auf Eggestein, der fackelt nicht lange. Und er knallt einfach mal der Eggestein drauf. Ui, knapp am Torhaus vorbei. Das war eine Rakete. Wenn der eingeschlagen wäre, der wäre auf jeden Fall hinten wieder rausgekommen. Meine Güte. Daniel Wein im zentralen Mittelfeld kommt für Kai Bösing. Und 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Währenddessen kommt Brian Hein als Linksverteidiger für Philipp Steinhardt. Ja, Lars Dietz vielleicht schon mit dem Kopf irgendwo anders. Ne? Vielleicht will der für uns gar keine Tore mehr schießen, sondern für die Gegner. Man weiß es schon gar nicht. Ne? Rechtsverteidiger wird auch noch ausgetauscht. Marius Wild kommt rein für Nils Texera. Und Johannes Eggestein ist mal auf der Seite unterwegs, bringt die Flanke rein. Da ist Hornschuh, der blockt den erstmal ab. Haberer spielt den jetzt nochmal zu Eggestein. Und der schießt dann das Ding dem Militz in die Arme. Auch kein wilder Angriff, aber immerhin nochmal ein Angriff. Ne? Kann man ja auch gut mitnehmen. Wir machen mal Konzentration hier. Vidic vorne kommt für Frioni rein. 1860 versucht also auch alles mit diesen Ein- und Auswechslungen. Aber jetzt ist das Ding doch gut gegessen. Duvnak nochmal mit einem tollen Pass auf Eggestein. Super. Aber Sebastian Militz kommt raus und hat dann den Ball vor Eggestein erwischen können. Ja, der war ein bisschen lang, aber eigentlich gut gespielt, ne? Eggestein und Militz waren da ziemlich nah beieinander. 7 Minuten haben wir noch. Ach, das läuft doch gut hier. Oh, Haberer nochmal, er guckt nach vorne, sieht, dass Vedant sich auf dem rechten Flügel mal gelöst hat. War ein bisschen schlecht gespielt, der Ball, aber er kommt noch an. Vedant setzt sich jetzt gegen Hornschuh durch, hat er gut gemacht, geht jetzt aus 20 Metern einfach mal mit der Picke drauf. Oh, knapp über den Kasten. Ja, wenn man dann einen Tor schon gemacht hat, dann kann man natürlich das Selbstvertrauen mitnehmen und nochmal draufschießen. Ne? Haberer nochmal mit einem tollen Ball, diesmal auf der rechten Seite so Jill, der flankt in die Mitte. Dann ist er wieder mit dem Kopfball und da ist er. Nein, ist es nicht, Sebastian Militz hält das Ding noch irgendwie aus dem Tor raus. Meine Güte, der will da eins machen, sehe ich hier, der Vedant. Aber erstmal Jill auf Eggestein, okay, abseits. Eggestein, Johannes Eggestein stand dann abseits. Und nochmal ein Entlastungsangriff von 60. Die spielen bis in den Strafraum. Petersen muss nur noch einschieben. Und was macht er? Er spielt auf Vedic und hat den schon im Abseits.
Glück gehabt. Aber wir sind aber richtig heiß hier noch. Wir wollen noch das 4:1. Haberer auf Verdant, der geht jetzt in den Strafraum rein, passt quer auf Engelstein und der muss nur noch einschieben. Und er schafft das auch. Ja, dann haben alle drei Torhüter, genau, alle drei Stürmer haben getroffen heute. Und Verdant sogar noch einen Scorerpunkt gemacht. Ach du, ach du, ist das toll. Ist das hier toll. Und guckt euch diese Tabelle an. Klasse. Klasse. 2 Jahre echt Dosenfraß-Fußball serviert bekommen. Jetzt momentan, nach 5 Spieltagen, ist das hier ein Gourmet-Essen. Muss man schon so sagen. Kapitän Yannick Haberer sieht das auch so, steigt auf den Zaun, stimmt mit den Fans ein Humba, Humba, Humba an. Und wir sind Erster. Wir sind halt einfach Erster nach 5 Spieltagen. Was soll man dazu sagen? Alles gut, kann man dazu nur sagen. Ein Doppelpack, Feuerpalo, Verdant mit einem Tor und einer Vorlage und Eggestein sogar auch noch getroffen. Die Mannschaft ist einfach top. Man kann es nicht anders sagen. Super. Chemnitz unentschieden gegen Magdeburg. Aue gewinnt gegen Nürnberg. Paderborn unentschieden gegen KSC im Topspiel. Bochum gewinnt gegen Augsburg. Bielefeld gewinnt deutlich gegen Ingolstadt. Dresden unentschieden gegen Pauli. Braunschweig verliert gegen Darmstadt und Heidenheim verliert gegen Hannover 96, die jetzt wieder auf Platz Nummer 2 sind, aber wichtiger ist Platz Nummer 1, Würzburg. Da wollte ich auch noch gucken, wegen des Prestiges. 8 und 6, ich glaube, da hat sich nichts getan, oder? Guckt noch mal einer die erste Folge aus der letzten Saison. 8-6 ist unser Prestige, ich glaube, das hat sich nicht geändert. Finanzstatus mit 22 Millionen, nur ein Stern, okay, hätte ich halt auch nicht gedacht. Ich dachte, so ein Stern ist so gerade über null. Ja, klasse, guck mal hier. Auch 3 Leute in der Elf des Tages. Perfekt. Poyampalo erst einmal. Das ist fast schon überraschend mit so vielen Toren, muss ich sagen. Generell hier alles Debütanten bis auf Jonathan, der Rechtsverteidiger, und Maximilian Thalhammer. Ist auch stark, ne? 75er Typ mit 25. Kann man auch nur mit den Ohren wackeln. Ja, Poyampalo wäre sogar Erster, wenn nicht Ioa auch noch ein Tor gemacht hätte. Aber der bleibt hier dran. Finde ich super. Finde ich super. Verdant jetzt hier immerhin seine Tore mal verdoppelt. Von 1 auf 2 geschossen. Und Tobias Mohr, ja, ist nicht mehr Erster, aber ist immer noch gut dabei da oben auf jeden Fall. Meine Güte. Tammy Abraham. Achso, hier, England. Okay, nominieren müsste ich vielleicht mal nochmal neu. Wir gucken mal, wen kann man da hier mitnehmen? Hier, guck mal hier. Boah, was haben die für Leute hier, ne? Trent Alexander-Arnold da. Puh. Ja, ich musste schon überlegen, wen du zu Hause lässt, ehrlich gesagt. Wilcocker nehmen wir noch mit. Meine Güte, was haben die tolle Leute. Jude Bellingham, auch noch nicht so richtig durchgestartet hier bei Dortmund. Auch so ein Top-Talent, ne? Diese Saison auch noch nicht so viele Einsätze gehabt. Guck mal, 16 Einsätze erst. Und das ist ja echt ein Top-Typ, ey. Den müsstest du eigentlich jeden Tag bringen. Und wir sind jetzt einfach mal hier die Aufpäppler. Und wir lassen einfach mal irgendeinen von den Älteren zu Hause. Zum Beispiel so ein Hotel Ellie ist jetzt auch nicht, wer weiß wie alt, ne? 26. So richtig alt haben wir gar nicht mehr hier. Mal da, ey. Was haben wir für einen jungen Kader? 30 und das ist Nick Pope, der Torwart. Ja, okay. Trotzdem lassen wir hier einen da zu Hause und dann bleibt da halt mal der Kollege. Und Jude Bellingham ziehe ich mir jetzt groß. Den ziehe ich mir jetzt groß. So. Achtung, was Achtung? Nicht genügend Spieler nominiert. Ach so, ja, dann nehmen wir noch einen, ja, dann nehmen wir einen mit. Ne? Dann können wir auch Dele Alli noch mitnehmen. Hier, Jack Grealish ist übrigens gewechselt für 100 Millionen Pfund, 120 Millionen Euro oder so irgendwas. Richtung Man City. Pff, ja. Auch eine Anlage auf jeden Fall. Auch eine Anlage. Innenverteidiger haben wir auch ein bisschen viele, vielleicht egal. Haben wir immer noch nicht genug? Wir haben nicht genügend Torhüter. Ach so. Kann jetzt der blöde. Ah ne, der. Ach, das war vielleicht dumm. Jetzt wechselt der wahrscheinlich den Jude Bellingham raus und nimmt dafür einen Torwart mit. Trottel, Gary, ey. Egal. Haben wir hier irgendwelche sehr interessanten Wechsel? Hoffenheim verkauft Samaseku für 40 Millionen nach Leipzig und Farinhas von Lens zu Monaco für 30 Millionen. Da werden nochmal Gelder ausgegeben. Ne, wir behalten ihn jetzt. Ich sag hier Tschüss.
Ich sag hier Tschüss. Tschüss sage ich aber noch nicht mit der Folge. Ist wieder eine etwas längere. Aber ich würde gern eigentlich noch den Deadline-Day mitnehmen. Hier, ihr seht's. Ne? Guck mal hier. Einfach mal Erster. Einfach mal Erster. Ein sehr schönes Momentchen, was wir hier haben. Oh, vor allen Dingen haben wir hier noch ein blödes Freundschaftsspiel. Oh, gut, dass wir kein Spiel in der Saison haben. Den Deadline-Day, den nehmen wir noch mit. Und dann geht's in das Päuschen. Oh, Moment. Assalé für 2,7 Millionen. Ah. Wir gehen hier mal irgendwie, wenn man deutlich unter Marktwert bekommen, dann ja, ansonsten gehen wir so in die Saison rein. 2 Millionen bieten wir, wenn wir den dafür kriegen, ist okay, wenn nicht, dann drauf geschissen. Oh, ich habe das Gefühl, wir kriegen den noch für 2,2 waren wir, jetzt 2,3, 2,2, 2,1. Na? Die 100.000 wollen sie jetzt nicht? Aha! Erwarte nicht, dass du in der ersten Mannschaft spielst. Was ist denn damit los? Okay. Aber es ist halt auch relativ viel Gehalt, gell? So, aber wenn wir hier akzeptabel machen, das reicht ja, glaube ich, dann schon. Torbremien kann man auch noch mal machen hier. Juckt ihn das? Nicht so wirklich, ne? Kostet uns dann nur Geld. Dann halt nicht. Ja, ich weiß nicht mehr, wer von euch hatte gesagt, man könnte hier auch öfter mal 10% angeben. Aber wir nehmen hier ein akzeptables Angebot und entweder nimmt er es an. 700.000 ist halt auch doch viel Geld, aber wir nehmen ja auch ein bisschen Geld noch aus unserem Vertrag von England. Also ich mache das mal und er nimmt den an und dann haben wir einen neuen Spieler. Ja. Endlich mal am Deadline Day nochmal einen geholt. Haben wir ja auch sehr selten. Generell wechseln hier noch nicht so viele Spieler gerade, das Ding. 73er Typen. Guck mal, die sind sogar witzigerweise noch unter unsere 2 Millionen gegangen. Was ist das denn für eine Logik? Für 1,9 Millionen haben wir die jetzt gekriegt. Also da kann man nichts sagen, oder? Also wer da jetzt meckert, der wird gebannt. Bannen wir direkt weg. Teuerste Spieler in der ersten Liga. Onana mit 107 Millionen, dass der immer noch bei Stuttgart spielt, ist einfach unfassbar außergewöhnlich. Ich hätte den ja schon lange weggekauft. Dann haben wir Davis und Haaland, der übrigens im Pokal auch schon wieder 3 Buden gemacht hat, beim 3-0-Sieg gegen genau Wiesbaden. So, die Top-Leute in der zweiten Liga haben wir Kaminski, Burkhardt, aber alle von Hannover 96, dann unter Meunier. Guck mal hier, 22 Millionen, ist auch hart. Puh, Jakub Kaminski, ey. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, und noch in den Top 10 Duvnak mit 6,25 Millionen. Cool. Wunderbar. Freundschaftsspiel gegen Dundee United können wir gerne machen, so. Ist okay. Und wir, schaut ihn euch an. Einfach 73er Stürmer noch reinbekommen. Ja. Müssen wir mal schauen, wo wir den überall einsetzen können. Hängende Spitze geht auch noch. Da muss ich jetzt der liebe Johannes doch nochmal strecken. Wir gucken, wen wir so einsetzen können. Ne? Vorne drin gibt es im Moment keine Alternativen. Vedant und Feuer Palo treffen, wie sie wollen. Spieler sind froh über Neuverpflichtungen, das ist ganz gut. Die zweite Mannschaft hat gewonnen mit einem Tor. Finn Bartels hat es gemacht und Kilic hat die Vorbereitung gemacht. Sehr schön, freut mich. Freut mich, freut mich. Frankovic mit einer sehr guten Leistung hier, 1,5. Super. So muss das sein. Scouting abgeschlossen von Sochon Montbéliard. Gucken wir auch mal rein in die A- und B-Jugend. Auch nicht so eine super Jugend, ne? Dafür, dass die hier auch so unfassbar hohe Bewertung bekommen haben. Man fragt man sich auch manchmal, was da los ist, ne? Ups, jetzt habe ich da was nicht gesehen, egal. So, Scout-Hinweis. Nee. So. Ja, perfekt. Das ist unsere Mannschaft. Wir haben schon fast wieder eine Stunde an Folge, aber guckt sie euch an. Roger Assale kommt auch noch hier rein in dieses Team. Vielleicht hier mal für Chauner. Dann gucken wir mal, wo wir den noch einsetzen können. Und falls wir ihn nicht mehr einsetzen können, dann ist das halt so. Dann sehen wir zu, dass wir ihn einfach wieder teuer verkauft bekommen. Ne? Er kriegt mal hier die 23. Machen wir noch hier Aufgaben verteilen. Aber ich mache schon mal Schluss. Ich sehe da unten sehe ich noch so 2, 3 Sachen, die man noch verändern könnte. Aber ich mache schon mal Schluss.
Vielen lieben Dank fürs Zugucken, für eure Zeit und für eure Daumen. Einer lässt immer einen Daumen nach unten da im Moment, ist auch voll okay, aber sagt mir bitte, warum? Ich nehme im Moment nur mit an Kritik, dass wir unbedingt mal wieder die Talentsterne ändern sollten. Ich werde versuchen, dran zu denken, aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Meldet euch, wenn ihr was habt, was euch stört. Und ansonsten meldet euch aber auch gerne, wenn ihr was habt, was euch nicht stört und was ihr gut findet. Der Gary ist weg. Tschüss, macht gut, bis dann. Wiedersehen.